Guten Abend. Es ist, was haben wir denn heute? Mittwochabend. Gestern gab es eine neue Episode oder habe ich nur eine von den neuen Episoden gespielt und heute geht es dann gleich weiter. Ich muss dann noch ein bisschen aufholen. Ich hänge noch ein bisschen zurück. Mindestens zwei Episoden kommen noch. Vielleicht sogar noch mehr. So, Schwesterchen ist mir hart auf den Fersen. Das heißt, ich muss ein bisschen vorweg stürmen. Dann gibt es hier offensichtlich neue Quests. Neue Sterne sollte ja klappen, ne? Machen wir das erstmal. So, ja, los geht's. Musik an. Das ist der Roboter, der schreiben kann. Das sind natürlich Sachen aus unserer Kindheit, die da auf einmal auftauchen. Ich komm klar. Ja. Also das ist nichts. Eigentlich müssen wir für die Generation. Komm, jetzt zeig's nochmal in die Kamera. Mail oder Mysteries. Oder zeigst du das Handy? Das hab ich als Kind. Das durfte ich nie haben. Das war meinen Eltern noch egal. Das war die Bank mit dem Skelett, die Spardose. Die ziehst du auf und dann kommt die Hand so raus. Und das hat auch wirklich funktioniert. Wir machen mal in die Kamera. Komm, wir machen mal. Yeah. Ich hatte einmal. Die hat sich das so gemacht. Da ging aber nicht mehr als 50 für den Krieg. Nee, dann schon zu schwierig. Mehr als 50 für den Krieg. Ja. Ist das geil. Und wo gibt's die Dinger jetzt? Ja. Auf? Weißt du, ja, scheiß genug. Igel. Ja, aber das ist. Sorry, das also, ist ja. Man braucht diese Dinger gar nicht haben. Das sind die Dinger. Jetzt. Nee, ja, weiter. Schön dafür. So, genau, wir können über den Film reden, den wir gesehen haben. Während Schnitter sich das Buch mal halten. Genau. A World Beyond. Oder wie er richtig heißen soll, Tomorrowland. Guck mal, kannst du ja nicht. Der deutsche Titel heißt A World Beyond. Der deutsche Titel heißt A World Beyond. Nicht die Welt dahinter, sondern A World Beyond auf Deutsch. Genau. Ich mir das jenseits, oder? Ich glaube, dass das Disney ist ja auch jetzt dafür bekannt, dass sie manchmal so Sachen machen, wie zum Beispiel The Dark World ist auf Deutsch The Dark Kingdom. Wahrscheinlich gibt es irgendeinen Grund dafür. Wahrscheinlich gibt es schon einen Film, der The Dark World heißt oder irgendwie was mit Tomorrowland. Wahrscheinlich denken die Leute von Disney, dass man in Deutschland Tomorrowland nicht kennt. Tomorrowland ist ja ein Bereich in Disneyland. Das ist ja nicht nur ein Ride, es ist ja ein ganzer Bereich. Aber trotzdem gibt es doch tonnenweise an deutsche Touristen. Es ist eigentlich nicht entschuldbar, weil es geht in dem Film um Tomorrowland. Genau. Um die Idee von Tomorrowland. Ja. Gedreht von Brad Bird, der auch gedreht hat die Unglaublichen und Ratatouille und den letzten Mission Impossible. Ja, Ghost Protocol, genau, ein toller Typ, total verrückt. Ein begnadeter, großartiger Typ und geschrieben von einem seiner Lieblingsfilme. Ja, Damon Lindelof. Damon Lindelof, der das Ende von Lost hat. Wir fangen damit jetzt nicht an. Auf jeden Fall ein sehr, 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 auch, ja. Wenn du Leiter nimmst, dann ist er gut drauf. Genau, halt's mal ein. Mail oder Mysteries. Was kostet? $20. 20 Dollar. Und sind 18 Euro. Ungefähr. Tomorrowland. Ja. Also es steht, so ein Film sagen, ganz gut. Ich wollte einfach nur noch deinen Namen nennen. Ach so. Nein, in Tomorrowland geht es darum, dass eine junge Frau, die so ein bisschen in der Fernsehserie Under the Dome. Ja. Die Stephen King-Serie. Egal. Egal. Ja. Genau. Und wollte ich sagen. Ah, genau. Und die findet, die will eine Startrampe retten in dem Film. Eine Startrampe, ja. Sie will nicht, dass sie ein Captain Level, das ist die Originalstartrampe tatsächlich. Und naja, auf jeden Fall, sie wird festgenommen und als sie wieder freigelassen wird auf Kaution, findet sie einen kleinen Button, auf dem Tomorrowland steht. Ihr merkt schon, dass wenn man festgenommen ist, Ja, aber dann ist es nicht mehr schön. Also, die Idee ist eigentlich der, dass die Handlung ganz schwer zu beschreiben ist. Aber das haben die deswegen ist das Film auch für ungewöhnlich und auch sehr sehenswert. Wie gesagt, er basiert auf dem Gebiet in Disneyland, das Tomorrowland heißt. Da wurde damals bauen lassen, um zu
Und die Idee ist, warum stellen wir uns die Zukunft so schrecklich vor? Warum ist die Zukunft für uns, warum sind so Filme wie zum Beispiel Mad Max eine Dystopie? Dafür eure Ja, genau. Und es ist nicht nur Tomorrowland, es werden noch andere Disneyland-Features, natürlich Disney-Filme, ist ganz klar, erwähnt. Und kommt vor, es ist Small World, natürlich einer meiner absoluten Lieblings-Rides. Und Space Mountain kommt ja vor. Ich meine, es gab jetzt eine Tradition von, ich meine, dass Filme zu Fahrgeschäften würden, zu Rides würden, ist ja nicht besonders, aber womit fing das eigentlich an, dass aus Fahrgeschäften Filme wurden, mit welchen Filmen? Ja, genau, da gab es auch einige Andeutungen in dem ersten Teil, die man nur verstanden hat, wenn man den Ride hat. Ja, genau. So als Johnny Depp da. Das war natürlich auch schon das Buch, der hat so ein bisschen auch auf Autos gekauft. So ein bisschen. Es gab in Pirates of the Caribbean eine schöne Szene, wo Johnny Depp, also Jack Sparrow, im Knast war und ein Hund mit einem Schlüsselbund im Mund vor der Zelle saß. Ja. Und die ganze Piraten, hey, komm her, komm her. Und Johnny Depp sagt, du brauchst euch gar nicht zu bemühen, der Hund bewegt sich sowieso nicht. Und das ist natürlich ein Gag aus Pirates of the Caribbean, diese Animatronic-Figuren dann alle da so und der Hund bewegt sich nicht, weil er kann sich nicht bewegen, weil er ist eine Animatronic-Figur. Also ich kannte nur die preiswerte Version aus dem Phantasialand in Köln. Ja. Ein Rip-Off. Das war heute drauf, da gibt's noch das Ghost House mit Eddie Murphy. Ja, die aber auch ziemlich schön. Der war auch ziemlich schön. Aber dafür habe ich endlich mal das Solo-Programm von Eddie Murphy gesehen. Delirious. Ja. Weil Netflix, besten Dank. Wir haben ihn weggeschrieben. Das ist sowas von brillant. Wenn ihr Stand-Up-Comedy mögt, oder auch wenn ihr Stand-Up-Comedy nicht mögt, dann guckt euch das trotzdem an, weil dann wisst ihr, was Stand-Up-Comedy eigentlich ist. Delirious von Eddie Murphy und Robin Williams Live at the Met sind die beiden Evangelien für Stand-Up. Live at the Met. Ich hab was am Kilo gehabt. Das ist super. Raw fand ich jetzt nicht ganz so toll. Kommen wir wieder zurück zu A World Beyond Tomorrowland. Heißt er jetzt so? Er heißt auf Deutsch tatsächlich A World Beyond. Ja, ich kapier's nicht. Es gibt eine Szene in dem Film, die in einem Comicladen, nicht unähnlich wie in einem Comicladen hier in Little Limo, in Little Limo, spielt. Und da ist für jeden Star Wars ein großes Fest. Also das muss jeder sagen. Ja, sie machen Eisekleid, machen sie Schleichwerbung für die kommenden Disney. Ja, ist aber ja, absolut. Ich finde das absolut legitim. Und das die passt, dürfen das ja. Das passt auch super rein. Was willst du denn machen? Das passt auch super rein. Gary, wie fandst du jetzt den Film? Also ich fand ihn gut. Bis auf das letzte Drittel, ja, da schwächelt er also ein bisschen. Ja, dann geht er wieder zu den Einzelnen. Ganz genau. Und ich habe mich auch gar nicht so daran gestört. Viele Kritiker meinten, irgendwie spielt er nur irgendwie in Tomorrowland. Ja, das tut sich auch nicht. Also, ja. Kann man es vergleichen? Ja. Ich finde, man kann ihn ein bisschen vergleichen mit Wizard of Oz. Man kann ihn ein bisschen vergleichen mit Zurück in die Zukunft, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Es ist auch ein bisschen Dr. Who drin. Also, Dr. Who ist auch, wenn Hugh Laurie ist groß, Josh Clooney ist toll. Also ich habe einfach, es ist ein sehr ungewöhnlicher Film. Es ist jetzt nicht so ein Film, wo du reingehst und ich erwarte jetzt das und das und wirst damit bedient. Wie zum Beispiel bei Mad Max. Es ist eigentlich ein Film eher für... Also für uns ist der auf jeden Fall gemacht. Also für Kids. Ja. Trotzdem... ein typischer Manchild. Aber ich finde die Botschaft und wie er mit dieser ganzen Idee der Dystopie umgeht und dass wir uns alle nur noch solche apokalyptischen Filme einfach nur noch angucken, das finde ich sehr, sehr, sehr gut gemacht. Und lässt auf weitere Filme dieser Art von Disney, wie gesagt, man sieht den Film, man freut sich jetzt schon mal auf Star Wars. Ja. Und er ist auch in dieser Tradition. Von Saving Mr. Banks auch. Das heißt, das Thema Disney oder die Disney-Philosophie wird jetzt auch aufgegriffen von Disney, aber das wird auch kritisch. Ja. Das ist nicht alles eitel Sonnenschein. Wie gesagt, da war Schmalands Küchenmeister. Ja. Wie gesagt, er schwächelt so ein bisschen mit dem Willen. Disney wird Muff. Spoilerball. Okay. Spoilerball! Ja, also das, ich fand, wenn ich eine Note geben müsste, würde ich sagen, das ist für mich nur 3.
sehenswert. Ja, würde ich auch sehen. Ja. Also auf jeden Fall sehenswert. Aber echt gesehen. Vor allen Dingen, was mal ganz erfrischend ist, ist es ein Film, der auf einem Comic basiert. Ja, basiert jetzt auf einem Karussell. Aber, es gibt keinen Teil, der, keinen ersten Teil, sowas. Also es ist wirklich ein ganz ordinärer Film. Und, ja, es ist ein ordinärer Film. Den es noch nicht gab. Genau. Und das ist ein ganz frischen Teil zu gab. Das ist das. Das ist das letzte Mal bei Guardians of the Galaxy. Das ist ein Comic basiert. Ja gut, aber man sagt, auf jeden Fall auf dem nicht so gut gewinnen. Ja, ja. Meinst du? Oh, da würde ich aber mich nicht zu weit aus dem Fenster nehmen. Ja. Nee, da gebe ich dem Affen mal Zucker und sage. Fandst du nicht auch, dass der Junge, der den kleinen Schauspieler gespielt hat, ich habe das große Vergnügen gehabt, die Star Wars Identities Ausstellung in Köln moderativ zu begleiten an der Eröffnungstag. Das ist der Katalog. Es ist. Es ist eine wirklich eine tolle Ausstellung mit originalen Requisiten, Kostümen aus den Star Wars Filmen. Die Augen von Jabba the Hutt sehen dich an. Das ist das Einzige, was von Jabba the Hutt nicht gegeben ist. Es gibt wirklich gar nichts. Kit Fisto heißt, kommt aus. Kit Fisto. Angriff der Klonkrieger. Und Fisto klingt wie so ein sprechendes Auto, das da hinten aus deinem Arsch. Ja, Kit Fisto. Sind das Wachsfiguren oder ist das jetzt? Nein, das, ja, das ist. Oder muss Hugh McGregor oder zwei oder drei. Da steht er. Nein, das sind, also in der Ausstellung sind es tatsächlich Schaufensterfiguren. Okay, also bei Kit Fisto. Raumschiffe in Originalgröße, also in Modellgröße. Der Sternzerstörer ist groß. So in den Filmen. Nicht nur für Star Wars, sondern auch für Filmfreunde, das dabei. Das ist ja schon von sehr schön für die Story, die Original-Story. Der wurde tatsächlich gesprengt. Das ist der Original-Bikini, der Original-Metall-Bikini, der theoretisch auf der Liste. Und die Rückkehr war wieder eine, ja, weil sie sonst eine Rolle hätte gespielt. Sie hat in ihrem Stand-Up-Programm erzählt, wie schmerzhaft dieser Bikini war. Weil das ist einfach Metall und von einer Seite, dass sie Metall geht. Ich war auch schon vor. Also Originalkostüm, Box Original, Raumschiff, Modelle, Storyboard-Zeitung, eine tolle Leute, jetzt kann er Bescheid sagen. Ich stand nur im Internet, überall. Geh mal vor die Tür. Ja, so, kleiner Tipp auch an euch, geh mal vor die Tür. Dieser Podcast ist vorbei. Draußen vor der Tür, lest euch mal das Stück von Wolfgang Borchert durch. So, also, draußen vor der Tür. Ja. Tolle Ausstellung im Odysseum in Köln. Noch bis September. Stopp. Geht wahrscheinlich alles. Ich gehe mal ganz schnell davon. Ja. Ja, da geht nur ran, so. Ja, das ist nice. Ich habe den Trailer gesehen für Bergtöten. Oh, und ich habe geweint. Schon beim Trailer. Ja. Das wird ganz schlimm. So, Punkt. Ich habe geweint. Das wird ganz schlimm beim Trailer. Ja. Ich sitze in der Garderobe in Frankfurt-Höchst.
denke mir, jetzt guckst du in den Hürden. Nein, nein. Das hätte ich machen sollen. Hast du ihn kurz vorm Aufsatz geguckt? Kannst du mir zeigen? Ja, das ist ein Ich habe ihn richtig verstanden. Ist der richtig schwer krank? Er hat so Leute wie Anthologie. Geht's dem wieder gut? Jetzt gut jetzt. Ja, ja. Alles ist gut. Das wollte ich schon. Immer, ich hab euch doch mal diese Dokumentation. Ich hab die doch nicht verzogen. Da war der doch. Da wurde der doch nicht gemacht. Wie Batman der Dokumentation. Ja, genau. Wo ist ein Batman? Aber das finde ich auch nicht. Doch, das ist auch der Sinn. Ja, aber da spielt der doch auch nicht mehr. Mann, ich wollte von euch wissen, ob er noch lebt. Ja, er lebt noch. Ja, er lebt noch. Ja, und das war mich total berührt. Ja, das war auch. Das ist einer der berühmtesten Momente. Ich glaube, vielleicht den Leuten erklären, was es geht. Bad Kid ist ein kleiner Junge, der Leukämie erkrankt und sich einen Wunsch erfüllen durfte. Variation Make-A-Wish. Make-A-Wish, und er wollte Bad Kid sein für einen Tag. So wie eigentlich. Ich es sehe jetzt, halt. Jetzt keine. Worauf in San Francisco ein Erfrieren ist, Borei, wo es die Leute mitmachen, und selbst Obama zu eingeschaltet. Ja. Das ist halt so eine Medien-Sache geworden. Genau. Ne? Also San Francisco hat sich da auch nicht selber gefeiert. Was aber okay ist, was das Prinzip ist. Wenn im Rahmen, wenn der Kind glücklich ist, dann selber nicht gefeiert. Also es ist das gleiche Prinzip, was die Religion 5 oder 1 auch. Zelebriert, das auch heißt, gute Menschen. Auch Leute, die in Star Wars Kostümen kommen, also Leuten einfach Freude bereiten und das innere Child, das innere Kind, was dabei rauskommt, wenn Batman hast, du willst mehr Batman, du willst mehr Star Wars, dann willst du wieder der kleine Junge sein und du willst dann mitmachen und dann spielen dann Leute halt den Jubler und Joker. Ja, das war toll. Ein ganz toller Film. Also wird von mir geguckt, dann werde ich es fragen. Ja, auch. Es kommt drauf an, also es gibt dann nicht Scheiter, die Scheiter haben immer so eine kleine Fledermaus. Ja. Muss einfach bei ihm einfach nur irgendwas mit Fledermaus dann machen. Genau. Ich hab den Rest am Kabel. Oh, wie süß. Das ist doch nicht schwarz-weiß, oder? Die gibt's aber auch hier zu kaufen, übrigens bei Little Nemo, die uns da kein Geld gegeben. Ja. Deswegen sagen wir das. Weil die habe ich jetzt für dich in Nürnberg gekauft. In diesem Wahnsinnsladen. Ja. Die apropos hier bei Little Nemo. Obwohl Little Nemo dem nichts nachsteht. Beim letzten Mal habe ich meinen rasenden Falken. Pass mal auf, und zwar folgende Geschichte. Dieser metallene Erzmodell-Flaschenöffner wurde mir geschenkt von meinem lieben Freund René Steinberg. So, dieser Flaschenöffner ist toll, der ist magnetisch, das heißt, man kann ihn sich an den Kühlschrank pappen, wenn man einen Metallkühlschrank hat. Ich habe ihn mir an den Ofen gepappt. Das heißt, du bist ein Fuchs, Mann. Ich bin aber auch ein Fuchs. So, das Problem, wenn ihr das machen wollt, das Ding kratzt. Das heißt, die Oberfläche des Ofens ist manchmal nicht mehr so weit. Überlegt euch das ganz genau, ein bisschen abnehmen und bewegt ihn nie wieder. Es gibt das auch als Längenpfeife und als es gibt auch Alien, es gibt also diese Dinger. Ich wollte nur sagen, die Ecken sind ziemlich scharf, wenn du mal gucken musst. Ziemlich scharf, wenn du mal gucken musst. Ja, Die Dinger sind toll, sehr massiv, aber zerkratzen. Obacht!
Ja, das kann man sich ersparen, indem man hier einfach zwei Gramm Gewicht. Das sind Magneten, du Horst. Ja, da macht ihr zwei Winzerkleine, die Gewichtsleiter sind dünne. Ja, ne? Dann haben wir hier schon Filz drauf und dann kratzt es. Tasty. Ja, aber die Dinger kratzen doch. Ja, dann machst du hier ein bisschen. Weißt du, wenn das hier kratzt, dann machst du hier ein bisschen. Ja, ist halt zu spät. Ist jetzt der Ofen ist ja, okay, ja, dann ist das so. Ich wollte doch nur warnen, ich wollte das empfehlen, dass ich ja, das müssen wir einfach nach dem Filzgeheimnis drauf. Wir müssen sofort hier machen. Peter aus Bielefeld hat mir diese Darth Vader Sushi geiler Typ. Besteck, Sushi Besteck. Das hat von dir. Ja, ich bin von Leuten was geschenkt. Und jetzt toll, weißt du, ich verschicke nur meine Tasse. Findet ihr den Knopf? Bitte? Ist da ein bisschen schwierig mit dem Sushi, aber... Ja, so. Ja, one, two, three, four. Ja. Okay, wo brauchst du denn die Stunde Erfolg? Ich will das schon. Ich will das schon. Und so delicious. Ja, wollen wir weitermachen? Ja, ja weiter. Was habe ich gesehen? Ich habe noch gesehen, Herz aus Stahl, Fury. Naja, keiner hat da richtig viel zu sagen. Das ist eine Panzermannschaft seit Ewigkeiten im Zweiten Weltkrieg in diesem Panzer. Fährt überall. Es ist eine untergerockte, verrohte Menschen, gespielt von dem einen Typen, der in Staffel 1 bei Walking Dead gleich stirbt. Ah ja, der Kumpel da. Und das war SBA abrasiert. Ja, ja. Und dann Chia Ramada Ding Dong Birth. Der gar nicht so gut ist als Schauspieler, der nämlich total an einer Waffe hätte. Der Brad Pitt natürlich sehr. Gelegenheit findet, sein Hemd auszuziehen, oder fühlt man sich den ganzen Tag oder der Mann ist dran, wird zu sein. Und es geht halt darum, die Nazis. Also er holt im Wesentlichen seine Rolle weiter als Sergeant All the Way aus das macht er einfach nicht. Verkackt Nazis, wenn sie töten, aufessen, draufscheißen, der hat doch etwas gegen Nazis. Ja, ich hab auch was gegen Nazis. Ich verstehe das auch nicht. Ich hab auch was gegen Nazis. Was kommt das ist ja, die Nazis werden da aber eigentlich nur als eine Masse dargestellt. Also World War Z nur als. Nur mit Nazis. Und es ist halt. Der Film ist in sich stimmt da irgendwas nicht. Die ganzen Mechaniken rasten da nicht ineinander, was die Erzählstruktur angeht, ernervt. Es sind keine richtigen Panzeraufnahmen, die wir auch passieren. Peter? Ja, das wäre ja genauso wie wenn du sagen würdest, Matt Mannix. Nee, da waren keine guten Autoaufnahmen. Matt Mannix. Last of Us, The Art of Last of Us.
dann. Das ist eins der besten Videospiele der Welt. Ich aller Zeiten. Ja. Sony, glaube ich, gemacht und sensationell. Ganz genau. Und wenn man mal hier reinguckt, also das Tolle an, an Last of Us sind ja gar nicht irgendwie bei vielen anderen Zombie-Spielen. Das ganze Spiel ist vielleicht der perfekte Vehikel, um jemanden zu spielen. Ja, genau. Gerade auch hier so in diesen U-Bahn-Stationen. So kennst du ja. Das heißt, ich sollte das mal einspielen. Oh, nein, nicht. Nee. Stell es bitte ins Regal. Da muss der Staubschicht drauf. Nicht spielen. Das kannst du nicht spielen. Aber da beneide ich dich, dass du das nicht vorne hast. Ja, das ist aber auch nicht. Ja, aber auf jeden Fall das, das Making-of bzw. das Konzept A. Produziert hat, ist aufmerksam geworden und hat dem Mann erlaubt, praktisch aus Last of Us praktisch eine Serie zu machen im Stil einer Fernsehserie. Also du hast nicht diese ganzen Platter, diese Spielsteuerung und sowas alles, das hast du nicht. Es kommt wirklich wie eine Fernsehserie rüber, pro Folge 45 bis 50 Minuten, 6 Teile. Und es ist wirklich klasse. Es ist kein Let's Play, sondern es ist wirklich sehr fernsehmäßig. Musst du mal eingehen bei YouTube Last of Us, Mario Kart. Nein, die neuen Mario Kart Staffel. Also das Buch kann ich wenigstens, das kann ich wenigstens empfehlen, da kommt hier mal wieder rein. Mehr als das Spiel? Das hier kostet hier noch 43 Pfund, ich bin mir sicher nicht mehr dabei. Ja, das war eine Hausnummer, das ist eine Ansage. Das ist ein Pfund. Das ist ein Pfund, mal. Aber ich bin mir sicher, mittlerweile ist es preiswerter. Es ist was für Komponisten. Wie mich, also ich, wie gesagt, ich bin total verliebt in das Spiel. Übrigens auch ein super geiler Musiker, wenn man Bock hat, mir den Musiker zu spielen, dann kommt das. Sag doch mal deinen Namen. Kannst du jetzt deinen Namen hier auf den Ton ein? Ja, Hank Horn. Hank Horn. Ja, das ist ein Porno-Name. Ja, das ist ein Porno-Name. Hank Horn, ein Wort. Weißt du, was du das auch alles, was wir alles sagen? Ja, genau, ich hör das auch ein. Also dieser Podcast wird im Jahre 2022 hochgeladen werden. Nein, das sag nur, weil wenn du das jetzt machen willst, ich kann dir da, wenn ich dir dabei helfe, dauert das noch länger. So, okay, Thorsten hat ein anderes Spiel gespielt, auf die PS4. Nein, und darf ich nochmal ganz kurz sagen, falls ich tatsächlich Leute bei mir eine Freundschaftsanfrage schicken. Bitte macht, schreibt irgendwas dazu, damit ich auch weiß, dass ich irgendwelche Pädagogen. Warum sollten Sie ganz Schreibt einfach dazu, lass auf was, dann weiß ich Bescheid und dann werden die auch gewinnen. Ich glaube, du überschätzt deinen Sexappeal. Ich glaube auch. Wirklich? Das sind Leute, die auf antike Gottheit stehen. Hier werden wir ganz Also, top. Grafik gut. Spielen ist jetzt nicht so viel. Also, es ist schon eine anspruchsvolle Geschichte. Es ist ein Steampunk-Spiel, was mit dieser Philipp Arthur-Geschichte der Kaffee-Runde richtig, genau. Ja, ja. Und es ist halt so, dass man, das ist verhältnismäßig wenig Spiel und viel erzählt. Deswegen spiele ich als Kontrapunkt Gegenpol 2 Elite 3. Ja, was, okay. Wo man wirklich auch sagen muss, 2 Elite 3 kann man in 3D spielen. Ich auch schön 3D, du weinst dabei, aber es geht. 84, so, warum auch nicht? Da laufen so die Tränen runter. Naja, aber es war bei Elite 3 der Randstolk und könnte sich ja dann sofort zu viel machen fahren. Aber es ist halt, also das Spiel wie Sniper Elite 3, wo dir dann schon angezeigt wird, dass du einem den Sack abgeschossen hast und du kriegst eine Trophäe.
Das ist das Spiel, wo du dann die Zeit und die Zügel, ja, das ja, also die Brustbein, das ist das allerletzte, ich warte auf den nächsten Tag. Also, die Order, ja, so was. Die Order. Die gerne Filme gucken. Nee, nee, Sonntagnachmittag, es regnet draußen, du setzt dich hin. Oder es ist als Film so schön, dass es dich dann in Unterhose völlig überfordert, dass du jetzt auch mal schießen musst. So ist das, weißt du? Ja, ist es jetzt eine Kaufempfehlung oder nicht? Oder nur für Leute, die das ist doch gesagt, für wen das ist. Ich, weißt du jetzt, was ist geil? Für die Leute, die es gerne sehr, sehr storylastig haben, die nicht darauf Wert legen, die ganze Zeit. Das ist eine Kaufempfehlung sonst. Das ist das Spiel von Don Bluff. Space Ace und Dragon Slayer. Dragon Slayer. Alle habe ich gespielt. Ganz genau. Nice. Genau. Sehr viel Geld. Eine Minute habe ich gemacht. Sehr viel Geld. Ja, wir gibt es auch als Film, ne? Du hast eine schöne Box gehabt, ne? Ja, genau. Okay. Endlich! Es gibt schon ein paar Monate länger, aber wir haben lange darauf gewartet, dass ich eine Firma mehr endlich. Aber auch in Amerika hat man lange gewartet. Auch in Amerika. Das war super lange. In Deutschland ist Malcolm in the Middle auf DVD erschienen. Danke an Kubine. Danke Phil. Danke Phil. Ja, dass diese Box erschienen ist. Der Filster himself. Es sind die ersten drei Staffeln. Wie viel gibt's? Sechs. Und das Besondere ist natürlich, aber wir sind aber in Deutschland. Ja, gucken wir mal mit rein, was wir da jetzt schon kriegen. Und das Besondere ist natürlich eine ganz, ganz tolle Serie. Und der Titel, falls ihr sehen wollt, ist das Spiel von Ryan Cranston. Ja, auch alias. Also mein Traum wird immer gewesen, Robin Williams und Frank Dessen. Die hätten so Brüder, so schräge Brüder. Bei Jane Fitzgerald, die die Mutter spielt, ist auch großartig. Man weiß gar nicht, ja, so soll man die Kinder beneiden, soll man sie oder bemitleiden oder so, aber die spielt die Mutter ganz großartig. Hier ist jede Menge, und das ist immer das Schöne bei Phil, hier ist richtig viel gutes Material drauf. Also ich freue mich sehr, weil das ist tatsächlich, also Malcolm in the Middle ist auch eine Serie, die irgendwie altert. Sehr gut. Also die ganze Serie in 20 Jahren, da fand ich das ist immer noch witzig. Ich denke, dann auch, dass ich das gerne Der gleiche. Ja, größer wird's. Klar, ja. Super. Tasty. Hat einer von euch den Trailer gesehen? Kennst du die Serie, Thorsten? Hat einer von euch den Trailer gesehen? Super Girl? Ja. Ich hab gleich gedacht, ich guck mir ganz ehrlich. Ja, wir auch wieder. Kleiner Tipp, der ganze Pilot ist juicy. Man kann sich den irgendwo runterladen. Ich sag nur, ich würde das nie machen, aber ich sag nur. So illegal. Nein, so. Also ich sag mal so, geht mir auf die Frage. Mir reicht der Trailer jetzt eigentlich auch schon. Ich finde sie sehr süß. Aber, der ist sehr weiblich. Ich wollte nur sagen, das bleibt für die Ewigkeit. Das bleibt jetzt für immer bei YouTube. Gerne Strehl sitzt neben mir und sagt, ich bin sehr weiberaktiv. Ja. Der beim letzten Podcast, als der mit Jennifer Connelly einfach so doppelt aufgewiesen. Ja, aber das ist das Erste, was mir eingefallen ist. Ich könnte auch Labyrinth sagen. Ich hab den Busen doch verkleinern lassen. Echt? Ja, aber schon vor 10 Jahren. Was denn? Ehrlich? Ja, sie hat wohl Rückenschmerzen. Das heißt ja, was für eine Schande. Es geht ja nicht darum, dass du guckst, sodass die Leute damit zurande kommen. Weiß ich, gebe dir jetzt zwei Typen mit Gary ist und nach 2 Stunden setzt du Stunden ab und die Leute laufen da jahrelang. Gary ist sehr riesenaktiv. Ja, nein, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, nein, vielleicht. Was ist deine Lieblingsfarbe? Toll. Grün, gelb, blau. Welcher Film? Hinter der Kokosnuss. Brücke des Todes. Ja, übrigens läuft ab September im Bochumer Schauspielhaus Spamalot. Das Musical. Das ist mal die Party-Musical. Wenn, dann muss das in 3D machen. So, also ab September im Schauspielhaus. Supergirl. Ja, Jimmy Olsen ist schwarz. Was machst du denn? Ich zauber ein bisschen für die Leute. So. Ja, weil du aber schlecht. Ganz schön schlecht. Wieso? Das ist doch total super. Wieso?
Apropos Super, was ist denn jetzt mit Supergirl? Wollen wir es drauf oder nicht? Naja, wie man es zu kennen. Ist so ein bisschen. Ich besser als Wonder Woman. Ja, jetzt kommt ja also Wonder Woman mit dem unsichtbaren Jet. Ja. Callista Flockhart. Als ich Callista, ich sage gerne nochmal Callista Flockhart. Sieht doch komisch aus. Sieht komisch aus, ne? Ich weiß echt nicht, warum ich das nicht. Sie ist die Freundin von Harry Ford, wenn der das. Harry? Ja, aber schon. Der von Elementar. Wenn wir jetzt alle zaubern, dann mach ich auch. Achtung, Moment, ruhig. Bitte nicht nachmachen zu Hause, ist gefährlich. Dann gibt es noch apropos Supergirl, DC, es gibt noch eine neue Heroes-Serie, wo sämtliche super junge, das ist so die junge, ja, junge Legion. Ist das nicht ein Reboot, aber das hängt sich doch an die alte Serie Heroes an. Mehr. Nein, das hat alles so mit ziemlich super. Das hat was mit den Heroes zu tun. Geh mal dann rum, komm. Halt die Sachen noch in die Kamera. Ich ja, hier, wo wir gerade von Zombie-Videospielen reden, das ist jetzt mal ein Exklusiv. Ah! State of Decay. Da läuft ja ein Microsoft-Faschist. Ja, genau. Also, eins der besten Zombie-Spiele, direkt nach Last of Us. Was ganz anderes ist, es ist ein Survival-Spiel. Sehr ausgedehnt, sehr Open World und es macht total Spaß. Das heißt, sehr Open World, sprich Deutsch, stimmt. Ja, ja. Sehr offene Welt. Also man kann sehr offene Welt, ganz genau. Und es geht mehr um diesen Überlebensfaktor, was man dafür braucht, um diese Community zu bilden und so. Also es geht auch da, geht es nicht darum, wie Schädel anschlagen, sondern es geht ein bisschen mehr. Dann wird meiner Meinung nach das Zombie-Spiel, auf das wir alle gewartet haben. State of the Cold. Das gibt's leider nicht für die Playstation. Ist nicht so schlimm. Ich habe eine neue Hülle. Habe ich hier noch ein Stichwort ältere Filme empfehlen. Ja. Da habe ich hier noch ein Fandango. Schön, wenn du dir das Stichwort selber gibst. Fandango kenne ich nicht. Ich stelle. It's the light, Fandango. Es ist eine Spielberg-Produktion. Steven Spielberg, genau, aus den 80er Jahren. Kevin Costner, Judd Nelson, auch bekannt als John Daniel aus Doctor Who, Sam Roberts, Chuck Bush, Leon Mazur, was war Kevin Reynolds, was hat er da gemacht? Kevin Reynolds, das ist ein super Kevin. Ich hätte ihn hier weil er da sitzt. Das Kollege ist vorbei. Das College ist vorbei. Erstes Leben beginnt. Vorher waren es nur fünf Freunde und Timmy der Hund noch mal richtig die Sau rauslassen. Sie schnappen sich ein Fahrbahnuntersatz. Das ist so groovy formuliert. Eine Wagenladung Bier und jagen Knorke durch Texas. Wäre verrückt. Chaoten, die Haarsträuzen Abenteuer. Rot-Movie in der Tradition von American Graffiti und vier ihre Typen. American Graffiti, das ist der Hintergrund des Golden Girl. Special Trailer. Kevin Costner. Kevin Costner. John Nelson, Sam Roberts. Es ist ein ganz toller Film. Ein Film, den man nicht gesehen hat. Und aber wirklich ein ganz toller Film. Okay, Fandango. So, ja, wenn Kevin Costner ausmacht. Dann ist aus dem Silver Raider. Dann ein All-Time-Favorite von mir. Der erste richtige Film von Robert Zemeckis mit Kurt Russell ein super lustiger Film. Der lief damals Jack Warden. Ja, mit Jack Warden noch und in einer Doppelrolle. Das ist doch Jerry, das ist auch solche Filme. Das muss ich wirklich sagen. Danke, Jerry. Das sind wirklich Empfehlungen. Das ist, also Robert Zemeckis ist ja sowieso einer meiner Lieblingsregisseure. Vor allem, Kurt Russell, wenn er computeranimierte Filme dreht. Die toten Augen des Robert Zemeckis. Ja. Also, er war auf jeden Fall ein Pionier, was gut gealtert sind. Aber wie gesagt, ein Film, den ich wärmstens empfehlen kann, ist super lustig. Auch einer, der nicht altert, den kann ich nicht. Nach 20 Jahren noch mal irgendwie angefangen. War aber von Zemeckis produziert. Und so wird ein Schuh gebaut. Genau. Okay, wie gesagt, Kurt Russell mal in einer super lustigen Rolle. Das hat er ja damals gemacht, als er mit Disney-Filmen bekannt geworden ist. Mit dem Hühnerfilm.
Ich bin mit der Kuschel da. Und da auch irgendwas mit, es kracht, es zischt zu sehen, es nischt. Mit, das waren so mehrere Teile von diesem College-Film. Ja, da waren sogar Musik da. Es kracht zu sehen, es nischt. Ach so, das ist ja sehr nach deiner Brand. Da sind wir wieder bei den deutschen Kühlern. Das ist wieder bei den deutschen gestern eine Batman-Folge aus der klassischen Batman-Serie gesehen, nicht mehr Kreisfrage. Darüber mehr beim nächsten Mal. Mit so, wir kommen mal langsam zum Finale. Es wird, kurz bevor ich losmache, eine Folge geben, der nicht gut ist. Der nächste ist ein bisschen kurz und erst vor diesem aufgezeichnet. Das ist ein bisschen verrückt. Das ist ähnlich wie bei den Videos mit Abbey Road und Lady B, wo ja auch Abbey Road vor Lady B aufgenommen wurde und später und so. Ihr versteht es gleich. Denn es gibt im Juni eine Fernsehsendung, die dann heißen wird. Farmer assistiert. Genau. Das ist genau. Im Rahmen dieser Sendung assistiert auch Bauerfeind Hans Schlöter. Dann muss ich auch mal beim Podcast dabei sein. Und sie ist tatsächlich beim Podcast dabei. Wie lange sagen wir nicht, aber es ist auf jeden Fall der nächste Podcast ist ein bisschen kürzer, eine halbe Stunde. Ja, ist ein Special. Ist auf jeden Fall ein Special. Ja. Und er erscheint dann zeitgleich zu der Sendung von Thorsten und Krapfer. Von Frau Bauerfeind und ihrem Team behelligt wird. Also der Ausstrahletermin. Der Ausstrahletermin. Das ist ein kleiner Ausstrahletermin. Der Ausstrahletermin. Diesmal habe ich nicht den schwarzen Egger gemacht. Gut, danke. Es hat sich übrigens schönen Gruß nach Kiel. Schönen Gruß nach Kiel. Ganz schönen Gruß nach Kiel. Es hat sich ein Zuschauer bei einem gemeinsamen Auftritt von mir später und mir und Herrn Krebs auch schon gewünscht, dass ich einmal den schwarzen Eier mit auf der Bühne bei der Schulter nehme. Heute habe ich noch nicht den schwarzen Eier gemacht, sondern jemand anders. So, bevor wir was verschenken, noch eine ganz, ganz wichtige Sache. Die neue CD von Olli Döring, The Border, seine neue Serie. Teil Nummer 3, Der Ungebetene. Gary. Ja. Was sagst du? Also ich habe mir das Hörspiel heute Morgen angehört. Es ist ein Found Sound. Ich wollte gerade sagen, wie nennt man das, wenn es nicht Found Sound Footage ist, aber du hast es mal wieder geschafft, den Begriff zu finden. Found Sound. Es geht um einen freischaffenden Radio-Redakteur, genau, der eine Geschichte über Sinnlichkeit oder über Leute aus der Straße erzählen kann. Ja, genau. Ja. Und er wird abgelehnt von seinem Redakteur und er meint irgendwie, es ist nicht griffig genug irgendwie. Und dann steigert er sich da so ein bisschen rein. Bevor du wieder anfängst zu spoilern. Ja, ich höre auch. Er lässt sich verfluchen. Das Tolle ist, dass diese ganze Folge sehr ungewöhnlich ist für Olli Döring. Olli Döring, ja den Cinemascope-Sound in der Show gesehen hat. Also wirklich. Haben wir das auch geschafft? Mein Gott, wie weit geht das denn noch? Also nach der nächsten Episode ist ja mindestens noch eine zu sehen. Das ist krass. Eieieiei.
Jo, denn würde ich mal sagen, wieder eine Episode geschafft und es geht irgendwann weiter. Vielleicht schon morgen. Wir schauen mal. Tschüss.